Printing and physical output. Drucken und physikalische Ausgabe. In diesem Blog betrachten wir verschiedene Drucktechnologien. Technologien, mit denen wir Informationen, die im Computer digital existiert, in eine physikalische Form bringen können. Wir werden betrachten, welche Vor- und Nachteile verschiedene Drucktechnologien haben und wie wir in der Lage sind, zweidimensionale und dreidimensionale Objekte zu erstellen, die bisher nur im Computer existieren. Sie sollen verstehen, wie wir Papier als User Interface verwenden und wie das in den Prozess eingebunden ist. Und Sie sollen weiterhin verstehen, welche grundlegenden Schritte für den 3D-Druck notwendig sind. Drucken auf Papier. Was wollen wir drucken? Wollen wir Text drucken, Grafik, Fotos? Wollen wir ganze Bücher drucken? Oder wollen wir sogar Objekte drucken? Auf was wollen wir es drucken? Auf Papier, auf Fotopapier, spezielles Papier, auf ein T-Shirt, auf eine Tasse? Wollen wir es selbst drucken oder soll es einen Service für uns übernehmen, dass wir es irgendwo hinschicken und den Druck zurückbekommen? Und wie viel wollen wir drucken? Wenn wir diese Fragen betrachten, dann sehen wir, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie wir drucken können und dass es ja auch unterschiedliche Technologien für den Ausdruck von Dokumenten, von Objekten gibt. Und hier ist ein Begriff ganz wichtig, Total Cost of Ownership, die Gesamtkosten. Ganz häufig, wenn wir einen Drucker sehen, dann hat er einen Preis, der kostet 700 Euro, kostet 200 Euro, kostet 60 Euro oder 10.000 Euro. Aber die Kosten, die entstehen, sind natürlich auch sehr stark davon abhängig, was wir drucken, wie viel wir drucken und die Druckkosten zum Beispiel für eine einzelne Seite. Und deshalb müssen wir vorher verstehen, was wir drucken wollen, bevor wir eine sinnvolle Entscheidung treffen können, welche Drucktechnologie wir verwenden wollen. Insbesondere im Büroumfeld ist es oft so, dass die Kosten, die initialen Kosten für die Anschaffung des Druckers ganz wenig ins Gewicht fallen im Vergleich zu den Gesamtkosten, die entstehen über die Lebenszeit der Nutzung des Druckers. Wenn wir jetzt auf Papier drucken, dann gibt's im Büroumfeld inzwischen sehr häufig den Laserdrucker. Das ist eigentlich der normale Drucker, den wir finden. Es gibt aber auch weitere Technologien, zum Beispiel Nadeldrucker oder Tintenstrahldrucker oder Thermodrucker, die immer noch existieren und die typische Anwendungsfelder haben, die außerhalb von dem Ausdruck von einem Dokument im Büro liegen. Dann ist die Frage, auf was wollen wir drucken? Klassisch auf DIN A4 oder Letterformat oder wollen wir größer drucken, A3, A2? Oder wollen wir Booklets drucken? Manche Drucker unterstützen unterschiedliche Medien. Das ist eben auch ein Kriterium bei der Auswahl der Hardware. Dann ist die Frage, wie schnell ist der Drucker? Wenn ich jetzt sehr wenig drucke, spielt es keine Rolle. Wenn ich sehr viele Dokumente drucke, wenn ich große Dokumente drucke, spielt die Ausdruckgeschwindigkeit natürlich eine Rolle. Eine andere Größe, die auch eine wesentliche Rolle spielt, ist die Auflösung. Wie gut, wie nah können die Pixel beieinander auf dem Druck sein? Das ist ähnlich wie beim Bildschirm. Da hatten wir ja über Retina-Display gesprochen. Wir wollen einen Ausdruck, wo wir eigentlich nicht mehr sehen können, dass es aus einzelnen Punkten besteht. Und hier wird auch Dots per Inch, also die Punkte pro Zoll, als ein Maß verwendet, um zu sagen, wie genau oder wie dicht der Druck auf einer Seite sein kann. Neben der Hardware gibt es natürlich auch Software. Da ist es häufig so, dass im System das Dokument in einer bestimmten Form existiert, dass es aber auf den Drucker hin übersetzt werden muss. Und das ist so ein genannter Druckertreiber, der eben die Information nimmt und sie so anpasst, dass sie eben ausgedruckt werden kann auf einer bestimmten Technologie. Dazu gibt es auch Druckersprachen, traditionell PostScript. Viele Firmen haben auch ihre eigenen Sprachen. Betriebssysteme haben ihren eigenen Ansatz, das zu tun.
Wenn wir jetzt PDF betrachten, das ist ein Format, was sehr häufig verwendet wird, um Druckdokumente zu erzeugen. Da gibt es zum Beispiel Bibliotheken, mit denen wir ein Dokument erzeugen können. Und wenn wir jetzt hier das betrachten, dann sehen wir, dass wir da ein neues Dokument anlegen können, zusätzliche Seiten einfügen und eben an eine bestimmte Stelle was schreiben. Das heißt, wir können wirklich Dokumente mit einem Programm kreieren. Wenn wir jetzt betrachten, die Technologien zum Ausdrucken auf Papier, dann in dem einen Punkt der klassische Laserdrucker. Druckt mit einer sehr hohen Auflösung, 1200 Dots per Inch, also ein sehr gutes Druckbild. Blotter hingegen werden verwendet, um größere Sachen auszudrucken, zum Beispiel Poster, Pläne. Und man hat dort den Vorteil, dass man eigentlich endlos drucken kann. Dot Matrix oder Nadeldrucker ist eine Technologie, die schon sehr alt ist. In den 70er, 80er Jahren war das was sehr Gängiges. Der Vorteil von solchen Druckern, die existieren an der einen oder anderen Stelle immer noch, der Vorteil von solchen Druckern ist, dass ich Durchschläge machen kann, also physikalische Durchschläge, was aber heute also zunehmend verschwindet. Thermodrucker hingegen werden verwendet und hier ist der Vorteil, dass sie einen relativ einfachen Vorgang haben, was das Wechseln der Medien anbelangt. Wir haben einfach eine Rolle, auf der alles drauf ist, also da ist das Papier plus auch das Druckmedium mit drin. Das sehen wir häufig an Kassensystemen oder mobile Drucker, Ticketdrucker etc. Schon im letzten Jahrhundert gab es sehr viel Diskussion über das papierlose Büro. Und wenn wir uns das heute anschauen, es ist bisher nicht passiert. Wir verwenden immer noch Papier an sehr vielen Stellen. Und wir verwenden manchmal auch Papier als Benutzungsschnittstelle. Ich habe jetzt hier ein Beispiel. Wenn jemand nicht Online-Banking macht, kann er immer noch mit Papier interagieren. Aber am Ende ist es so, wenn das ausgefüllt wird, zum Beispiel hier der Überweisungsträger, dann liest den eine Maschine ein. Also können wir an dem Punkt eigentlich sagen, wenn die Person da was einträgt, interagiert sie eigentlich mit dem User-Interface, das dann über den Scanner in das System reingeht. Das heißt, wir haben hier so eine Art Offline-User-Interface, das mit Papier realisiert ist. Und das heißt, wir haben Papier als ein temporäres Medium, was uns Ausgabe ersetzt und auch, wo wir auch Eingaben drauf machen können. Ist was, was in bestimmten Bereichen immer noch eingesetzt wird, von Umfragen im medizinischen Bereich oder eben auch hier das Beispiel vom Überweisungsträger. Jetzt ist es so, wir können natürlich nicht nur auf Papier ausdrucken. Eine ganz ähnliche Technologie wie der Blotter, der eben Zeichnungen macht, ist hier ein Schneideblotter. Was ich da reinlege als Papier, ist zum Beispiel eine Aufkleberfolie oder auch ein Blatt Papier. Und was ich jetzt habe, anstatt des Stifts existiert da ein Messer und ich kann es ausschneiden. Das heißt, ich kann das, was ich ausdrucken will, ausschneiden. Damit kann ich zum Beispiel Aufkleber ausschneiden in einer bestimmten Form. Oder ich kann Papier ausschneiden in einer bestimmten Form. Ähnlich ist es beim Lasercutter. Hier sehen wir was dann schon zusammengebaut ist. Mit dem Lasercutter können wir auch zweidimensionale Umrisse ausschneiden, zum Beispiel auf Holz, auf Kunststoff, auf Plexiglas und es gibt natürlich auch Lasercutter für Metall, wo dann zum Beispiel in der Automobilindustrie Sachen ausgeschnitten werden. Und was wir hier haben, der Laser schneidet eine 2D-Kontur aus dem Material aus und damit können wir dann zum Beispiel wie hier die Kiste für den Musikplayer bauen. Was wir auch tun können mit Lasercutter, wir können Gravierungen machen, also Engravings, und die kann man aber auch zum Beispiel mit einer CNC-Maschine machen. Ein weiteres zweidimensionales Ausgabegerät, was ganz spannend ist, ist zum Beispiel eine Nähmaschine. Mit einer Nähmaschine kann ich, wie hier in dem Beispiel, ich habe ein Bild und das Bild wird dann in den Stoff reingestickt. Also auch eine Art Drucker, aber in dem Fall eben Faden und Nadel. Und das Trägermaterial ist zum Beispiel ein Handtuch oder irgendein anderer Stoff, auf den das appliziert wird. Wenn wir jetzt überlegen, wie wir Objekte kreieren, dann gibt es drei grundsätzlich unterschiedliche Wege, das zu tun. Das erste ist, wir haben einen Block mit Material
und wir nehmen alles weg, was wir nicht brauchen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ich möchte eine Kugel machen und ich habe einen Würfel, dann fräse ich alles weg, was ich nicht brauche. Und da ist zum Beispiel das CNC-Fräsen eine Technologie, die man einsetzen kann. Das heißt, alles Material, was nicht zu meinem Objekt gehört, wird weggenommen. Das ist heute noch eine der vorherrschenden Technologien, wenn wir jetzt in den Produktionsbereich schauen. Und es wird häufig auch als spanende Technologie, weil es eben zerspannt wird, abgetragen wird. Was wir in den letzten Jahren mehr gesehen haben, ist die additive Fertigung. Das heißt, wir bauen das, was wir wollen, auf. Hier zum Beispiel mit dem 3D-Drucker. Und das heißt, wir bilden Schicht um Schicht, bauen wir auf, was wir haben möchten. Also hier ist ein industrieller 3D-Drucker, gibt natürlich auch 3D-Drucker mit sehr unterschiedlichen Materialien, Plastik bis hin zu Schokolade. Und hier sind ein paar Beispiele, wie das funktioniert. Und das erste ist, wir müssen irgendwie ein 3D-Modell bauen. Das können wir entweder scannen von einem echten Objekt oder wir können es aufbauen in einem CAD-Programm. Und dann haben wir am Ende ein 3D-Modell in digitaler Form. Was dann im nächsten Schritt passiert ist, wir nehmen das digitale Modell und wir schneiden das in Schichten. Also wir schneiden konzeptuell in Schichten. Das heißt zum Beispiel, wenn wir eine Kugel haben, die erste Schicht ist ein kleiner Kreis, die nächste Schicht ist ein bisschen ein größerer Kreis und so weiter. Das heißt, wir stellen uns vor, wie das Objekt aussehen würde, wenn wir es aus ganz vielen Schichten bauen. Das wird als Slicing bezeichnet. Dafür gibt es auch Software, die wirklich das 3D-Modell in Schichten zerlegt. Und wenn wir die Schichten haben, die dann zum Beispiel 0,1 mm dick sind, dann können wir das 3D drucken. Und was da passiert ist, wir drucken das Schicht um Schicht. Wenn wir jetzt wieder die Kugel als Beispiel nehmen, wir drucken das den kleinen Kreis, dann drucken wir den nächstgrößeren Kreis oben drüber und so weiter und dann bauen wir die Kugel auf. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wir möchten ja eine Brücke drucken, dann fängt es an, dass wir zwei Rechtecke auf beiden Seiten drucken, die werden immer höher und dann irgendwann brauchen wir die Brücke oben drüber. Das geht natürlich so nicht, weil da in der Mitte können wir ja nicht drucken, weil das würde ja dann runterfallen. Und da gibt es das Konzept von Stützmaterial, das heißt, man druckt sowohl das, was hinterher das Objekt ausmacht, wie auch weiteres Material, was dann als Stütze ist. Im Beispiel der Brücke wird dann eben der Pfeiler gedruckt, dann wird Stützmaterial gedruckt, dann wird der Pfeiler, dann können wir am Ende die Brücke drucken. Wenn der Druck fertig ist, dann lösen wir das Stützmaterial raus. Das kann chemisch gelöst werden oder in einem anderen mechanisch. Das heißt, es ist ein Material, was dann nur da ist, damit das andere gedruckt werden kann. Bei den Materialien, wie gerade schon gesagt, gibt es eine ganze Menge an Materialien, von Metall über Kunststoff, Stärke bis hin zu Schokolade. Jetzt kommen wir zu dem letzten Beispiel, Laser Cutting. Das heißt, Laser Cutten hatten wir ja vorher schon besprochen, wir können zweidimensionale Objekte machen. Wenn ich jetzt dreidimensionale Objekte möchte, wie jetzt hier zum Beispiel so eine Box, dann kann ich die natürlich aus Einzelteilen, aus zweidimensionalen Teilen zusammensetzen. In der Form kann man Lasercutter verwenden, um eben die Teile auszudrucken und diese dann mechanisch zusammenzusetzen. Und damit sind wir am Ende dieses Blogs über die physikalische Ausgabe und das Drucken. Hier sind noch einige Fragen dazu. Die Referenz zu dem Aufsatz von Stefanie Müller über 3D-Drucken für die Mensch-Computer-Interaktion. Und damit möchte ich mich verabschieden. Danke fürs Zuhören.